Oh Leute, ich bin völlig übermüdet. Ich muss allerdings morgen um 7 aufstehen, weil ich Fahrstunde habe. Es ist 0.27 Uhr. Ich habe heute leider auch kaum geschlafen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ach so, ja, ich hab eine Schlafmaske. Sorry, ich bin eine kleine Prinzessin, okay? Spaghetti Nudeln. Hallo. Was willst du denn? Mega. Oh. Ich bin gerade im Auto fahren. Wer kommt denn da? Oh, das sah gar nicht gut aus. Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Oh, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, aber auch für 2021 letzten Video von mir. Und nochmal einen richtigen Kracher zum Jahresende raushauen. Und zwar heute, Leute, ist es soweit. 24 Stunden lang ernähren wir uns von McDonald's. Zwei Eis mit Karamell. Och, Digga. Warum mache ich das? Die Rede ist von Geld. Ich habe euch damals versprochen, falls ich mal 1 Million Abonnenten erreichen sollte, machen wir eine Woche lang McDonald's. Und ich mache euch mit dem Video schon ordentlich heiß darauf, wisst ihr? Allerdings, ob ich 1 Million Abonnenten habe, Digga, das weiß ich selber nicht. Ich will euch nicht wirklich anlügen, ich habe probiert, so gut es geht, dieses Jahr wegzugucken. Falls ihr es nicht wisst, ich gucke jedes Jahr einmal zusammen meinen Zuschauern auf meine Abonnentenzahl. Und gleichzeitig, mittlerweile zeige ich auch immer, wie viel ich im Dezember verdient habe. Das alles, also Abonnentenzahl anschauen, Dezember verdient habe, wie das Jahr 2021 mich war, wird ja alles am 2.1. geliefert. Wenn das Video am Sonntag kommt, den Sonntag darauf, 9 Jahre. Und falls ich jetzt wirklich 1 Million stehen sollte, Digga, dann muss ich jetzt einfach nach dem Video wahrscheinlich im Januar eine Woche McDonald's bringen. So, bitte macht die 1 Million nicht voll. Es ist 21.55 Uhr. Wir müssen dann bis morgen 21.55 Uhr nur McDonald's essen. Aber bevor wir anfangen, noch das Elixier. Warum mache ich so denn? Wow, wow, wow. Ich habe eine Sache vergessen. Für so ein Video muss man sich ordentlich kleiden. Die Socken, die habe ich mir einfach bei Balenciaga geholt. Ey, krasses Outfit, Mann. Wie viel ist dein Outfit wert? Deine Socken zum Beispiel. Meine Mac-Socken, die sind 4 Big Macs wert. Heftig, Alter. Und dein Pullover? Für diesen Pullover musste ich meine Mutter verkaufen. Krass, ey. Ich habe hier so einen Diamond-Scanner, um zu gucken, ob deine Diamanten echt sind. Das sind mal Scan, Digga. Dein Scheiß willst du tun. Das sind echte Diamonds. Verpiss dich. Kann ich dir noch einen lutschen? Ich bin schon wieder auf der Reeperbahn. Was soll ich machen, Leute? Nach dem KFC-Video, ich wohne jetzt hier. Na, moin, Manni. Moin. Jesus, was geht? Mhm. Ich will gar nicht euch lange hinziehen, ne? Deswegen holen wir uns direkt meinen Lieblingsburger McDonald's. Moin, ein Schwanzburger bitte. Ein schöner, wirklich kleiner, einer wunderbaren Soße bestückter Big Mac. Ich würde sagen, ein Big Mac ist für mich wie für einen Russen Wodka. Gorbatschow, des Wodkas reine Seele. Okay, das war absolutes Müllgelaber. Obwohl ich bin Russer, ich bin so ein Alibi-Russ, wisst ihr? Ich mag keinen Alkohol, deswegen bin ich in Russland nicht ein gern gesehener Gast. Vor allem diese Soße, ne? Nee. Oh, das ist schon wahr. Ja, das Fleisch. Vielleicht ein bisschen Ratte. Vielleicht ein bisschen Mensch. Die kleinen süßen Würstchen. Das ist einfach ein Festmahl. Ey, das ist so lecker. Ich habe jetzt meinen Lieblingsburger gezeigt, aber jetzt möchte ich euren wissen, beziehungsweise von euch wissen, was ist Pflichtveranstaltung bei McDonald's? Aber wie kann ich direkt eine Antwort von euch bekommen? Richtig. Ich frage euch auf Instagram. Moin, ihr Schweine. Ich wollte fragen, ob wir zusammen ein Kind zeugen wollen. Falls ihr die Videos auch ein bisschen interaktiv so gesagt mitgestalten wollt, das könnt ihr sehr gerne machen. Auf. Und jetzt wird's richtig kacke. Hier hinten seht ihr mal Lieblingstürken. Das ist so ein türkisches, eine absolute Bombe. Und ich treffe jetzt mit Kollegen bei dem Laden und die wollen richtig geil türkisch essen gehen. Aber ich darf gar nicht. Ich darf hier nur McDonald's. Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Meine Kollegen gönnen sich jetzt hier wunderbar leckeres türkisches Essen. Und ich muss heimlich mein Big Mac essen. Und? Hey, hey. Und? Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor. Wir haben eine Person auf dem Zettel, die festgenommen werden soll. Ach, ich habe mir auch überlegt, ich verteile umsonst Big Macs. An jeden, der hier schon geliked hat. Du kriegst einen Big Mac. Ihr zwei, ihr kriegt auch einen Big Mac. Hätte mich für das Video eigentlich schon ganz gerne eigentlich noch gewogen, ne? Aber meine Waage hatte einfach keinen Bock mehr auf mich. Mal schnell fürs Video. Bin im Urlaub. Pfeil nach oben. Wer das liest, ist fett. Das ist ja unverschämt. Extra zu diesem McDonald's hier gefahren, ist an der Eifelstraße. Mal gucken, wie ihr sehen könnt, Leute. 24 Stunden geöffnet. Ich meine, das ist eine super Idee, ne? 24 Stunden lang geöffnet zu haben. Ich meine, wer will nicht einen Burger? Um 3 Uhr morgens. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Ja, ich fühle mich gerade schon sehr mächtig, weil wir haben es 1 Uhr morgens, Leute. Und immer als Kind war ja so, wisst schon, man musste früh zu Hause sein. Und McDonald's hatte früher ja jedes McDonald's hatte 24 Stunden offen. Ja, Zeiten ändern sich leider. Und jetzt, ihr wisst ja, ich meine, ich bin ein großes, fettes Schwein. Meine Mama lässt mich jetzt um 1 Uhr morgens zu McDonald's gehen. Die holt natürlich was Besonderes. Und zwar möchte ich den teuersten Burger, den McDonald's hat. Den möchte ich euch jetzt präsentieren. Und hier könnt ihr ihn sehen, Leute. 8 Mäuse kostet er. Es gibt einen McDrive für Boote. Ich dachte mal, es ist ein Gerücht, aber es gibt's wirklich. Also, falls ihr eine Yacht zufällig habt, könnt ihr entspannt da mal McDonald's was bestellen gehen. Und hier präsentiere ich euch das Prachtstück. 8 Mäuse. Signature Rösti hieß der Burger. Das Bun, das Brot. Sieht schon wirklich glatt aus, wie eine Glatze. Dazwischen hast du diese typischen McDonald's-Scheiben, seht ihr ja. Und oben ist noch so ein Kartoffelrösti drauf, ne? Dazwischen natürlich noch Bacon. Ich habe extra Bacon genommen, weil ich wollte meinen Vater zweimal essen. Aber 8 Euro, Digga, für einen McDonald's-Burger ist das schon wirklich hart, weil ihr wisst selber, guter Burger, sagen wir mal, mit Medium und hier und da. Bla bla. 12, 13 Euro, das geht man dann echt zu McDonald's? Ich frage mich wirklich, ob es sich gut verkauft. Wir probieren den mal.
Sehr, sehr fleischig. Von außen? Was die Barbecue-Soße mögt, knallt hier richtig raus. Aber ganz ehrlich, ich bin gar nicht so enttäuscht. Also, das ist natürlich sehr fleischig. Und das McDonalds-Fleisch ist halt einfach nicht das Allergeilste. So. Aber das Rösti oben finde ich irgendwie schon lecker. Sagen wir, das würde 4 Euro kosten. Ach, Digga, ist schon halt, wow. Man, dann könntest du auf der Grillpan 5 Minuten mit einer Hure verbringen. Man reicht ja völlig bei mir. Aber ist jetzt kein schlechter Burger, ohne Scheiß. Wenn man Barbecue-Soße mag, glaube ich, wird es einem sogar richtig gut gefallen. Aber ey, durch mich wisst ihr jetzt, wie teuer der teuerste Burger McDonalds ist. Das nächste Mal, wenn eine Frau euch anspuckt und ablehnt, könnt ihr sagen, ey, ich weiß aber, wie teuer der teuerste Burger McDonalds ist. Pissig. Oh, warte. Hm? Ich weiß, wie teuer der teuerste Burger McDonalds ist. Sag, wie teuer. 7,99. Ehrlich. Danke, Evanio. Carglass repariert. Diesen Big Mac, Leute, wie schön sieht der bitte aus? Das verspricht ihr McDonalds. Sagen wir, es läuft gut, dann sieht der Burger ungefähr so aus. Aber in Realität sieht er so aus. Digga, wie ist das denn passiert? Schmecken tut er trotzdem. Neuer Tag, neuer Drip. Fake. Und es ist jetzt kurz vor 10. Und McDonald's bietet wirklich Frühstück an. Wir reden jetzt wirklich von Rührei, dazu so ein bisschen Bacon, kleine Burger, so McMuffins so mäßig. Also eigentlich an sich eine geile Idee. Aber wem erzähle ich das hier eigentlich? Ihr seid doch alle fett, oder? Nein? Ach so, ihr seid nicht dick. T-Shirt hoch. Zeig mal dein T-Shirt. Ja, mach mal. Wusste ich's doch, du fette Schweine. Ihr wisst natürlich Bescheid, dass McDonald's Frühstück hat. Ich hoffe, wir kriegen's noch. Ich bin nicht sicher, wie lange das geht, Alter. Bei McDonald's gelandet. Bitte haben wir noch Frühstück. Moin. Habt ihr noch Frühstück? Schweine, das kann doch nicht wahr sein. Frühstück von 9 bis 10, das glaube ich denn irgendwie nicht. Das wäre doch das völlige Verlustgeschäft, wenn McDonald's nur eine Stunde lang Frühstück anbietet. Ich meine, von den ganzen Produkten her und so. Irgendwas ist dann faul. Aber wisst ihr was? Nee, ich lasse mich gar nicht abspeisen, Digga. Geh morgen jetzt nochmal dahin und krieg die Aufnahme, ob jetzt, wie ich morgen Frühstück schon mal gehe. Zeig's dir, Wanne, du Fettsack. Oh, Alter, es ist 9.40 Uhr am nächsten Tag. Wenn ich schon kaufen gehen muss, dann gib mir Geld. Ja, Taschengeld. Ach ja, stimmt. Oh, was ein ekliger Typ. Und hier präsentiere ich dir das Frühstück. Du hast Rührei mit Bacon, hast du einen ganz wilden Burger mit Käse, Fleisch und Ei. Der Süße heißt hier McMuffin. Und ein Wrap mit Rührei und Schinken und ein Käffchen. Krass, du kannst aber McDonald's frühstücken, Alter. Auch gar nicht so. Da war schon, ich hab 11 Euro jetzt gezahlt. Der hat ja auch Bacon drauf. So, sehr krass. Also, naja. Der Wrap sieht gesund aus. Oh, mit Käse, das klingt echt gut. Double Patties plus Käse plus Arsch plus Ei. So ein Bacon, ne? Und ein mega Klassiker, Bacon mit Rührei. Bei Bacon ist ein bisschen knusprig und laurig, das Rührei. Ist zwar warm, aber ist okay. Das ist in Ordnung, aber auch nicht geisteskrank. Heiß. McDonald's Frühstück war in Ordnung. Bei jeder Frühstücksladen würde McDonald's die Fresse einschlagen. Es ist wirklich eine schnelle Alternative. Also wenn es mal schnell gehen muss, zack, hier kurz Frühstück, dann ist McDonald's einfach perfekt. Und genau das wollen die auch, ne? Also haben die alles richtig gemacht. Weiter geht's in dem Video, Fettsäcke. Na, wie fett ist dieser Rabe? Ich jetzt hier in der Gegenwart habe natürlich trotzdem Hunger gehabt. Ich hole mir einen Big Tasty Bacon. Ui, das Brot riecht typisch Mac. Och, Digga. Junge, welche Firma macht mal den ersten Schritt und schafft Tomaten ab? Bin mal gespannt, ob das hier noch irgendwas mit dem Big Tasty zu tun hat. Der brennt ja noch. Die haben das richtig frisch alles noch für mich gemacht. Ey, dieser Rabe, ne? Der ist so heiß auf mein Mac ist. Guck mal! Ey, oh mein Gott! Ey, wo ist der? Klaut meine Tomaten! Nee, du muckst jetzt nicht hier, Digga. Du musst deine Kollegen gleich ab. Boah, der ist so heiß auf die Tomaten. Oh mein Gott, da will die Tomaten. Komm, greif die Tomaten los. Nein, auch keinen Bock auf Tomaten. Ich hab mir jetzt noch extra was gekauft, um euch aufzuregen. Weil ich wirklich, ich möchte Streit, Alter. Wer von euch will sich fetzen? Nein, nicht du. Mein eher Dichter. Willst du nicht boxen? Extra keine Pommes geholt, sondern diese Curly Fries. Das sind so gekringelte Pommes, die jetzt hier extra vor meinen Augen noch sogar frisch gemacht. Oh, okay. Die sind wirklich der Hammer. McDonald's Pommes sind scheiße. Ey, leck mich. Wisst ihr warum? Was sagen wir, du kurz die frisch beim Drive-In? Ah, Mann, da sind sie noch leck. Zwar dünn und ein bisschen labrig und so, aber wisst ihr was? McDonald's Pommes gehen in dem Punkt völlig klar. Aber wenn ich nur 2 Minuten mal weggucke, kurz auf Toilette gehe, sind die direkt steinhart, kalt und ekelhaft. Das sind die Burger King Pommes viel besser gesalzen, viel dicker und halten vielleicht mehr als 2 Minuten aus. Also, falls ihr mit mir jetzt fetzen wollt, ich habe hier eine Adresse eingeblendet. Ringelt jederzeit, wie ihr Bock habt. Ich komm runter und wir fetzen uns, Mann. Ey, das glaube ich jetzt nicht, Leute. Die Frau hat mir sogar noch eine Packung Curly Fries reingelegt. Ey, wie süß ist die denn? Glaubt ihr, die will mich? Nein. Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Vorher aber, ey, ich brauche einen Burger. English. Hello, can I have your money? Alright. I sent you the PSN code. Digga, auf dem Bild sah irgendwie 8 Meter groß aus. Ey, wie sehr wurde hier mit dem Ketchup gegeizt? Oh, dieser typische McDonald's-Geruch. Oh, der ist gut. Der ist richtig lecker. Aber, Junge. Okay. Ein fettes, neugieriges Ich konnte nicht widerstehen und musste sich Schrimps kaufen. Oh. Gerade angefreundet und schon landen sie mir im Mund. Gut frittiert. Ach, boah, hey, sind Alter. Die sind richtig fischig, richtig schrimsig. Also die Hammer. Jetzt aber zu meiner kleinen Überraschung. Ich bin ja hier am Hauptbahnhof. Ihr könnt sehen, ich warte ganz, ganz frech auf meine Bahn. Wir müssen jetzt außerhalb Hamburg fahren für die Überraschung. Und ich bin in New York.
besser bekannt als Rheinfeld, das New York von Deutschland. Und ich dachte, weil das das letzte Video in diesem Jahr ist, möchte ich noch was ganz Besonderes liefern. Das ist mir nicht hier in dieses Haus eingebrochen, wo zufällig noch ein Mikrofon steht. Kennt bestimmt diesen Beat noch, der gerade hier im Hintergrund läuft. Den kennt bestimmt noch jeder von euch. Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Doch was danach rauskam, klingt so, als wärst du ins Kummer gefallen. Schlechte Musik, Frauenskandal. Und so schmierig wie das Gel deiner Haare. Zusammenhang ist klar, ApoRed ist der You-Oli für Arme. Wird mir nicht wundern, wenn man ihn in Paar mit Barca und Krabi als Penner sieht. Für mich hingegen ist YouTube ein rundes Ding, als wär's Benergy. Simon Unge ist so fake, ich hab auf sein Image echt keine Lust. Dennis Tanzi auf Madeira, hat auch mal Unge ein Stück Fleisch im Mund. Und dieser Fritz Meinecke trinkt sein Pisse. Auffangbehälter leer ohne zu filtern. Beweise erspare ich euch, um nicht zu kotzen bei Bildern. Die sind fast so ekelhaft wie Montes Geld. Ihr kriegt nie genug, kauft ihr euch noch mal per Aquarium. Der größte Fisch hier bleibst du. Dich bann ich weg, Digga. Wisst ihr, was wirklich krass ist? Ich bin ja gerade in Rheinfeld. Und sogar hier, wisst ihr, sogar hier gibt es einen McDonald's. Aber leider kein Burger King. Nur die Scheiße ist, du kannst da nicht einfach reingehen, sondern du musst halt den McDrive gehen. Ich weiß, beim KFC-Video habe ich mir extra ein Taxi gerufen. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock mehr, ein Taxi zu extra Geld ausgeben wegen dem scheiß McDrive. Wisst ihr was? Ich bin doch ein selbstbewusster, fetter Junge. Ich stelle mir mal ein Auto und frag einfach mal nicht. Weißt du, kann doch einfach mal klappen. Moin. Raus hier. Hey, chill. Ich mach ein Angebot, okay? Du fährst McDrive und dafür ich dir ein. Das klingt doch gut. Ja, alles klar. Komm, machen wir. Wir kommen näher. Und dann McRib. Ah, ey. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Naja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Hey, wir hatten doch noch einen Deal. Hey, Digga, das war natürlich nur Spaß. Ich bin doch kein bisschen völlig verrückt. Hey, Superman! Mr. Superman nicht hier. Batman! Ich habe mir was wirklich sehr Spezielles geholt mit einer meiner Hasssachen bei McDonald's, der McRib. Guckt ihn euch bitte an. Voll gesaut mit dieser abartigen Soße. Geiz mit den Zwiebeln. Und wirklich, mein Bruder liegt da auf einem Brot. Also absolutes Schweinefett. Und ich habe vor kurzem ein sehr fettes Schwein kennengelernt. Was für ein Zufall ist das? Wow, du bist ja auch in diesem Burger. Ich habe ihn diskutiert, lange geredet, weil er liebt dieses Scheißding. Ich finde das wirklich mit der ekligste Burger McDonald's. Aber er liebt dieses Ding. Ey, das ist so unglaublich geil. Und ich meine, wie kannst du das eigentlich fressen? Weil es hat so eine spezielle, eklige, glitzige Soße. Das ist so abartig. Das schmeckt wirklich wie der letzte Schweinehinter. Ich wollte unbedingt in diesem Video nochmal hier essen. Im Laden, weil ich schwör's euch, Leute, ich finde bei McDonald's ist das Geile einfach dieser Flavor. Wisst ihr, ist irgendwie schön hier, man fühlt sich wohl. Ich könnte hier glatt drin leben. Wir verstehen uns. Ich meine, ich habe hier einen Donut, einen Chili-Cheeseburger. Oh, der ist gut. Natürlich auch den absoluten Klassiker, die Chicken Nuggets. Sind einfach so einfach wunderbar. Wisst ihr, dass der McDonald's mich so ein bisschen fertig macht? Irgendwie, ich esse da? Ja, es ist schon lecker so, aber ich habe danach irgendwie noch mehr Hunger. Bin nach dem Essen überhaupt nicht befriedigt, Alter. Es fühlt sich so an, als ob ich ein nur gucken würde. Aber ohne meine Schwester. Das geht doch nicht. I, oh no, es ist schon 17:51 Uhr. Und in 2 Tagen ist ja Heiligabend. Und ich habe keine Geschenke besorgt für meine Familie. Leute, ich habe 4 Schwestern. Also wirklich, war schon. Ich habe wirklich 4 Schwestern. Allerdings auch 3 Väter. Und ich habe für keinen einzigen ein Geschenk besorgt. Ganz schnell einfach mal kurz zusammen jetzt hier Geschenke. Meine Schwester hat sich Unterhose gewünscht. Die Schwester wollte Essstäbchen. Meine andere Schwester wollte die Powerbank. Die andere wollte diese Waschmaschine hier. Und meine Schwester wollte das neue Pokémon. Und jetzt noch den Schuh. Oh Leute, dieser McDonald's hier am Hauptbahnhof. Hier ist es wirklich ganz, ganz eklig, Alter. Ich wurde hier öfter nach gefragt als nach meinen Mathehausaufgaben. Ich mach mal so einen kleinen Ableitungsmix. Ey, habt ihr das mitbekommen? InScope wird einfach Vater. Ich kenne diesen Mann schon seit seinem COD-Commentary. Und jetzt wird er einfach Vater. Heilige Mutter Maria. Aber wenn hier schon so Geständnisse auf YouTube durchgezogen werden, finde ich, kann ich mich auch ein bisschen anschließen. Naja, ich habe es euch lange nicht gesagt. Man hat es über die Medien auch gemerkt, so, ne? Oder andere Personen dabei ist und hier und da. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Ich bin seit ungefähr 3 Jahren Veganer. Ekelhaft. Na, okay, nein, das wäre jetzt nur, um die Stimmung aufzulockern. Ich bin seit ungefähr 7 Jahren einfach schon Vater. Und zwar von den 2 Zwillingen hier. Zum Essen. Das ist der neue McChicken. Das ist ein größeres Chicken Patty. Das ist der alte. Sehr geile Soße, aber boah, ich muss aber echt sagen, beide sind gerade echt geil. Die Soße ist der Hammer. Ich bin süchtig, ihr Schweine. Curly Fries bei Mc's, ne? Oh, die sind wirklich, die haben mich wie ein Lasso umringt. Oh, was ist das? Ich schaue mir auch gerade nebenbei noch Häuser an. Also ich sehe hier gerade eins für 2,4 Millionen Euro. Nähe Hamburg. Oh, ich glaube, ich habe es auf YouTube gar nicht erwähnt, ne? Ich bin reich. Ich hätte es vielleicht mal früher erzählen sollen. Ich sag mal so, ich hatte halt einen Investment-Tipp von einem Kollegen aus der Branche. Das wird später einen richtigen Wert haben. Dann bin ich auf Madeira gezogen und ja, ich habe investiert, sage ich euch, Leute. Und zwar in die Süßen hier. Ich habe mir jetzt 9 davon geholt. Eins davon würde zu meiner Rente schon sicher, aber ja, ich meine, wenn du 9 haben kannst, dann nimmst du halt 9. Aber wie viel wären denn jetzt 2,5 Millionen Euro in Regenbogengläser? Ah, ich glaube, das wären schon so 2, oder? 3. Wie ihr sehen könnt, Leute, jetzt hier gerade bei Porsche. Ich wollte mir eigentlich mal ein Auto kaufen, weil Führerschein ist ja schon in der Mache. Mal auch gucken, ob die Regenbogengläser annehmen. Moin. Ich wollte nachfragen, nehmen Sie auch hier Regenbogengläser? Ja, klar. Ach, was? Ist ja super.
Was Burger angeht, also die Vielfalt, die ist echt gut bei McDonald's. Nur dieses Fingerfood, Chicken Nuggets hier, da macht McDonald's eigentlich alles richtig. Aber eine Sache muss ich wirklich bei McDonald's kritisieren und die ist wirklich hart für einen Fettsack. Und zwar jeder Fettsack liebt Nachtisch. Wenn man ganz ehrlich ist, McDonald's hat wirklich keinen geisteskranken Nachtisch. Klar, es gibt McFlurry und es gibt eine Apfeltasche und da gibt es ja sogar eine neue Tasche mit Blaubeeren und so. Geil und lecker. Aber so ein Kracher wie bei Burger mit so einem Lava-Cake, das fehlt irgendwie bei Mc's. Obwohl den McFlurry kannst du mittlerweile mit Blaubeeren nehmen, auch mit Schokosauce, eigentlich ganz geil. Wir haben einfach minus 3 Grad. Und jetzt ein Eis, Alter. Meine Hände fallen jetzt schon. Es ist so kalt, Mann. Alter, ich friere mir wirklich mein Ding ab. Seht ihr hier? Blaubeersoße, Oreo, Schokosauce. Ey, dieser McFlurry sieht ja so unfassbar geil aus. Oh, Schoko, Blaubeere. Oh Gott, ist kalt. Oh, so lecker. Ich habe dazu noch Lime genommen. Mein Mund ist ein Eisblock, Alter. Oh, so lecker. Und ein süßes Apfeltäschchen. Was eine Mischung. Arschkalt, Arschbar. Ich fühle mich nach 24 Stunden McDonald's eigentlich sogar echt gut. Digga, ich glaube, ich bin mittlerweile echt in meiner Prime angekommen. Ich kann gefühlt Müll essen wie sonst was und mir geht's trotzdem einfach super. Ich fühle mich an diesem Tag jetzt nicht wirklich so geisteskrank zufrieden. Wisst ihr, ich meine, irgendwie fehlt mir noch was. Obwohl ich so gut gegessen eigentlich schon. Irgendwie habe ich hier diese komplette Zufriedigung vom Essen bekommen. Irgendwie komisch. Ich will es aber nicht weiter in die Länge ziehen, Leute. Es ist 24 Uhr. Also schon weit über 24 Stunden. Aber ich wollte noch durchziehen für euch. Ich bin völlig am Ende, weil es so kalt ist. Das war das letzte Video für dieses Jahr. Ich danke euch ganz, ganz fett. Die ganzen Küsse und Danksagungen kommen aber noch im nächsten Video. Da zeige ich meine Einnahmen und Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Like da lasst. Und ein Abo, was euch da gelassen hat. Ich küsse euch von Herzen, Leute. Danke für dieses wunderbare Jahr. Bitte, es ist kalt. Ich will hier weg, Mann. Tschüss. Photoshop war ein Photoshop.